schönen guten, meine helle Freunde und Agrarwissenschaftler. Ja, die Ereignisse haben sich die Tage überschlagen. Leider habe ich keine Zeit gehabt. Ich werde vielleicht überlegen, ob ich vielleicht mal kleinere Videos mache, die ich hier mit dem Handy aufnehme, nur um euch zu informieren, ohne mein gewissen Schnickschnack drumherum und hast du nicht gesehen. Aber sie sind jetzt gelaufen. Aber wir können uns das alles nochmal durchgehen lassen. Alles in aller Ruhe. Was dann alles so passiert ist. Als erstes machen wir mir wieder eine Weissagung. Oh, da ist der neue Weg. Da ganz unten. Kann man hier schon mal. Das kann man ja hier schon mal so ein bisschen hochholen. Ne? Ja, da ist der Weg. Also mir gefällt er nicht. Einige haben schon gesagt, der sieht klasse aus, aber mir gefällt er nicht so. Also wir machen Weißvorhersagung und wir wollen hier unten die Schokorolle. Mal gucken, ob es klappt. In daneben, ja, wir dürfen ja nochmal drehen. Vielleicht bringt das was, wenn wir sie richtig positionieren und nochmal. Wer weiß, wer weiß. Tricks und Kniffs dabei und da wäre bald der neue Weg gewesen. Und dank dem Farmpass dürfen wir nochmal drehen. Und das Glück hat mich so ein bisschen verlassen. Des Weiteren haben wir Tal und eigentlich mein Lieblingstal hier mit den Tiere einsammeln. Das ist richtig nice. Ich habe gestern in Facebook-Gruppen gelesen und gehört, dass wir heute von jedem über 1000 Token kriegen sollten, also von den blauen, roten und grünen, als Entschädigung für diese ganzen Updates, Schlamassel, was da so gelaufen ist. Leider, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das so war. Ich habe aber weiter nichts mehr gelesen. Ich hatte das 2-3 Tweets, hatte ich da gestern gelesen gehabt, dass das kommen sollte. Ich habe sie jedenfalls nicht. Kann ja sein, dass der ein oder andere das gekriegt hat, war ja schon mit den Entschädigungen auch, aber da kommen wir noch zu. Wir fahren erst eine Runde durchs Tal hier. Mal gucken hier, die Tiere haben wir. Ja, das war es dann auch erledigt mit dem Tierfahren. Wir machen nochmal schnell die Bombe. Also so schnell ist noch nie ein LKW bei mir kaputt gegangen. Aber nun ja, wir machen wie in gewohnter Weise. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich erst recht. Oben links, unten Mitte und oben rechts. Zack, zack. Und Zacko, jawoll! Das hat sich doch schon richtig gelohnt. So, jetzt bin ich. Was hat man denn da immer gemacht? Das habe ich wieder vergessen. Wir machen oben Mitte. Und dann höre ich auf. Dann höre ich auf, wirklich. Jawoll! Wow! 9 Grüne, die kann ich gut gebrauchen. Und aufhören. Juhu! Ja, juhu! Das hat sich doch gelohnt, oder? 5 Lollis hier. 5 Goldbarren, 2 Klebis und 9 Grüne. Also die Lollis und die Gutscheine, das ist richtig geil. So, Preis holen wir ab. LKW ist kaputt. Toll. Das war ein schnelles Teil. So, des Weiteren haben wir hier bei einigen ist Willi von der Post gekommen. Und zwar, weil wir ja diesen Bug haben hier mit diesen Windmühlen. Welche, die haben da 601 Windmühlen gehabt. Ich leider nicht. Und dann gab es bei der Maggie einen Bug, dass bei der Maggie alles weg war. Bei mir leider auch nicht. Also ich Glück gehabt. Und für die, wo da bei der Maggie alles weg war, sollten bekommen haben. Ich habe mir das aufgeschrieben hier. Ein Haufen Geld. 65.000 Taler, glaube ich, war eine Rede von. Habe ich jetzt nicht genau aufgeschrieben. Jedenfalls eine Menge Geld gekriegt. 55 Dias und Gutscheine. Ein bisschen von jedem etwas. Das genau kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Aber waren von jedem ein paar Gutscheine dabei gewesen. Von den Grünen wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und ja, damit man sich bei der Maggie wieder was kaufen konnte. Allerdings sage ich, dann habe ich lieber Glück gehabt und habe keinen Bug hier drin gehabt. Und es hat funktioniert, anstatt bei der Maggie alles wieder neu zu kaufen, weil ich weiß nicht, was es da gab. Und soll es auch billiger gegeben haben und ja, wie auch immer. Und es sollen auch einige bekommen haben, die diesen Bug nicht hatten. Leider gehört ich da auch nicht zu. 55 Dias hätten wir auch ein paar Gutscheine. Hätten wir hier nochmal. Aber guck mal, da sind wir nah dran. An der Ausbaudeko wäre klasse gewesen. Aber dem war auch nicht so. Gut. Dann sollte es nicht so gewesen sein. Aber einige haben es gekriegt. Und andere wiederum, die den Bug gehabt haben, sollen es nicht gekriegt haben. Wie ich alles gehört habe, wie gesagt, alle Angaben sind ohne Gewähr hier. Aber
So soll es gewesen sein. So, des Weiteren soll heute noch mein Bug drin, davon bin ich auch nicht betroffen. Und zwar geht es um den Ausbaubereich bearbeiten. Und zwar wäre man da rausgeflogen, wenn man so reinkommt. Bei mir funktioniert das alles. Änderung speichern, hier haben wir ja keine Änderung. Dauert nur Mönchen immer. Jedenfalls wären dann hier schon alle schon beim Reingehen, werden alle rausgeflogen. Dem ist bei mir nicht so. Es soll einen Trick geben, und zwar, wenn ihr hier die Ausbaudekos, also das kommt von Heyday direkt, habe ich gelesen, vorübergehenden Trick, und zwar alle Ausbaudekos, die ihr noch nicht ausgebaut habt oder hier reingelagert habt, alle aufs Feld stellen. Und dann sollt ihr in dieses Baumenü reingehen, dann soll das funktionieren, dann sollt ihr nicht rausfliegen. Wie gesagt, ich kann das nicht demonstrieren, weil ich habe den Bug nicht. Leider wollte ich jetzt gerade sagen, leider nicht, aber Gott sei Dank nicht. Ja, Tal ist da, hatten wir ja schon gesagt. Achso, wir können ja nochmal ins Tal reingucken, was es natürlich für neue Deko gibt. Wollte ich ja natürlich machen. Und ich feiere ja immer diese Zootiere abholen. Am Anfang dachte ich, das erste Tal war ja die Hühner gewesen und dann, glaube ich, nochmal Hühner und dann kam erst das mit diesen Zootieren und dachte, oh, das ist doch scheiße, hier rumfahren und dann da einsammeln und da hinbringen und wie auch immer. Aber ich habe festgestellt, man kann hier eine Menge abgreifen. Wie gesagt, hier wird schon einiges frei. Nach 17 Stunden, also morgen, ein Tag, also übermorgen, da kriegen wir schon mal ein Puzzleteil und eine Dokumentenrolle. Was haben wir denn hier? Nochmal eine Dokumentenrolle, da nochmal ein Puzzleteil und hier nochmal eine Dokumentenrolle und hier unten nochmal ein Puzzleteil. Also wenn ich die Puzzleteile und Dokumentenrolle abgreifen könnte, was durchaus ermöglichen ist, wenn man gut spielt. Und hier natürlich einen geliebten Bonsai, den werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen, wenn ich den kriege. Ist das natürlich alles drin hier. Und natürlich eine geile Deko, die gefällt mir gut. Wenn die da jetzt noch animiert wäre hier, dann wäre das richtig geil. Ich liebe ja animierte Dekos. Und nochmal 10 Dias da drauf, das werden wir natürlich abgreifen, zumindest ich. 400 würde kein, gestern hat es Teil angefangen, sind wir schon bei 43 Tiere geholt, das ist richtig nice. Aber wie gesagt, der eine holt auch Schübe, der andere holt nur die Diamanten, jeder wie er mag. Ich hole auf jeden Fall die Deko und die 10 Dias und gut ist. So, das sollte mal mein Statement zwischendurch sein. Wie gesagt, die letzten beiden Tagen war ich nur am Arbeiten gewesen, hatte keine Zeit. Dementsprechend werde ich überlegen, ob ich hier auf dem Handy mal so schnell so ein, zwei Minuten neueste Informationen, wie hier halt mit der Maggie. Und aber ihr werdet das ja auch alles selber sehen. Daher ist das nicht alles so gravierend. Aber das war nur mal so ein Zwischengedanke. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wer noch kein Abo dagelassen hat, lasst ein Abo da, hilft mein Kanal. Einen Daumen nach oben, wem es gefallen hat. Ich wünsche euch viel Glück da draußen, schönes Leben wie immer, euer Onkel Jens.